das sagt man auch, wenn in diesem Jahr das Niveau hier extrem hoch ist, dass auch die Olympia-Sieger, ja, das war ja schon einmal, hier alle von mir schon ein Viertelfinale haben können, denn im Olympischen Jahr ist diese Sätze traditionell immer besonders gut, weil viele noch diese Punkte brauchen, um in die Olympia dabei zu sein.
Themen, die schon ein paar Jahre auf die Gäste sind. Die werden sich auch fragen, wann darf ich das letzte Mal, dass zwei Olympiasieger parallel mitgestanden sind. In diesem Moment können wir das ja mit den Dante doppelt Olympiasieger und die Schiffe, die auch nochmal erfolgreich war und die beide von der gemeinsamen Gründung am besten freuen. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg und Lin Dan, der hier auf der Olympiaplatz hat. Das ist die erste Platz in 21-16 gewonnen und trotzdem ist auch er heute schon sein bestes Auspacken in das Halbfinale reinzukommen. Ihm war viel Spaß. Dann auf dem Center Court auf das Match of the Day. Sho Sasaki gegen Lin Dan auf dem dritten Platz Nummer 2. Thank you.
Liebe Zuschauer, auch der Hinweis, wir werden eine Stunde noch mit Lin Dan
nach Beendigung deines Matches, wird er dann oben am Start von YONEX am Spannungsschalter zwischen den Blöcken E und F für eine Autogrammstelle bereitstehen. Das hat er die Information wiedergegeben. Das ist wirklich ein großer Luxus, den wir am heutigen Tag werden auf dem Wagen können. Und er macht das sehr, sehr, sehr umso schöner, dass er gesagt hat, dass wir hier eine gute Idee haben. Und da meine Informationen, wenn Sie mit einem grauen Citroën hier gekommen sind, und das Nummer nach Kennzeichen MHAF310 passt normal, MHAF310, Sie versperren eine private Einfahrt. Das findet der Anwohner, sagen wir mal, nicht so ganz lustig und hat jetzt ausrichten lassen, der sei zwar retten wollen, aber mit der Fahrer oder dem Fahrer der nächsten Gänge muss leider das schon unterwegs das Ganze organisieren. Also MHAF310, schnittlich. Es geht direkt weiter und zwar auf den Quadrant 2. Da freuen wir uns auf zwei Dänen, die wir gleich ausdrücklich und gerne vorstellen wollen. Aber sie treffen auch ein starkes japanisches Doppel, Herren-Doppel, Men's-Doppel, Quadrant 2, Umpire Patrick Wenström, Sweden, Service Judge, Matthias Reumis, Slowenien.
Thank you.
Asiaten am heutigen Tag. Und jetzt geht es wirklich um los. Wir freuen uns auf die großen Showdowns von Sho Sasaki und Lin Dan, dem Doppel-Olympiasieger. Beide für die haben sie noch mal ein bisschen Unterstützung verdient. Jetzt geht es Punkte im Match of the Day. Thank you.
Thank you.